Hallo aus Viernheim. Wenn die Luftdichtheit verarbeitet wurde, macht es meistens Sinn, diese nochmal zu überprüfen. Das sagen die Profis. Und wir waren heute bei einer Leckagesuche dabei, wo vorher nicht die Luftdichtheit überprüft worden ist, vermutlich auch nicht mehr geplant worden ist. Und jetzt ist quasi die Katastrophe da. Neben mir ist Holger Merkel. Er ist Bloodor-Messdienstleister und auch Referent für Bloodor und Luftdichtheit. Und Holger, wieso ist es denn so wichtig, Luftdichtheitstests zu machen? Also wir sehen dann das Ergebnis hier. Die eigentliche Bloodor-Messung, die normgerechte, ist ja im fertigen Zustand, zumindest nach Energieeinsparverordnung, was wir ja immer noch heute tun, also die Häuser so zu messen. Da kann man natürlich nicht mehr an die entsprechenden Stellen dran. Und wir haben hier eben die Ausbausituation schon, alles mit Gipskarton verkleidet. Und es wird dann irgendwann festgestellt, dass es zieht. Ja, das heißt also, hätte man vorher, wenn quasi die luftdichte Ebene verarbeitet worden ist, bevor es weitergeht, geguckt, dann hätte man schon ein paar Löcher aufdecken können und nachbessern können. Normalerweise schon, oder man kann natürlich auch strategische Fehler aufdecken, zum Beispiel ein falscher Anschluss im Draufbereich. Also meist wird an die Fußfette angeklebt, nicht an den Rohboden. Solche Sachen sieht man dann schon. Man hat nicht hundertprozentig die Gewähr, dass dann nichts mehr passiert. Man kann also auch während der Ausbausituation mit der Gipskartonplatte Löcher machen oder Schnitte reinmachen, alles schon da gewesen. Aber der Bloodor-Test weist ja eigentlich erstmal nur die Einhaltung eines Grenzwertes nach. Der ist sogar hier eingehalten und wir haben trotzdem viele Löcher. Und deswegen ist so wichtig, dass man quasi als Verarbeiter vielleicht auch sagt, so, ich lasse jetzt meine Arbeit überprüfen, damit ich auch aus der Gewährleistung draußen bin. Ja, vor allen Dingen haben wir ja, Gewährleistung haben wir ja eine ganze Zeit, aber für die Abnahme ist es sicherlich sinnvoll. Ich empfehle jedem Verarbeiter auch Fotos zu machen vom fertigen Gewerk. Wir haben parallel eine Situation im anderen Bauvorhaben, wo eben offenbar nachträglich viele Löcher noch gemacht wurden und jetzt keiner mehr nachweisen kann, wann die genau geschehen sind, ob die jetzt während der Verarbeitung der Luftdichtungsbahn passiert sind oder eben erst danach. Und wenn der Verarbeiter der Luftdichtungsbahn ein paar Fotos macht zum Abschluss seiner Leistung, dann kann man da besser nachweisen, dass man es selbst nicht war. Und du hast ja gerade NF gesagt, wir sind im Jahr 2021, das GEG gilt. Trotzdem wird noch nach NF gemessen, weil der Zeitpunkt des Baueintrags quasi entscheidend ist, nach welcher Norm gemessen wird. Aber egal, ob jetzt die NF gilt oder oder das GEG und die neue Bloodor-Messnorm, du empfiehlst bei so Schadensfällen immer, macht einfach keinen Bloodor-Test, keinen normgerechten Bloodor-Test, sondern sucht einfach die Leckagen. Also beim GEG haben wir eine neue Norm und die neue Norm, der nationale Anhang dieser neuen Norm sagt, dass man teilweise baubegleitend messen kann. Also die luftdichte Ebene muss fertiggestellt sein. Wir könnten dann messen, wenn die Gipskartonplatte noch nicht da ist. Das heißt aber noch lange nicht, wie ich eben ja geschildert habe, dass dann nachher nichts passiert. Also eigentlich sind zwei Tests besser. Der erste Test eben, wenn alles offen ist und der zweite eben, um einfach nochmal zu kontrollieren, ob sich da was verändert hat. Okay, dann vielen Dank. Und der Holger gibt auch für die ProKlima Wissenswerkstatt Online-Seminare und Seminare zum Thema Luftdichtheitstest, Luftdichtheitsüberprüfung, Bloodor-Test. Also schaut einfach mal rein in unsere ProKlima Wissenswerkstatt, proklima.de/Seminare. Danke fürs Zuschauen. Bleibt auf dem Laufenden und abonniert unseren Newsletter, proklima.de/news. Und abonniert unseren Kanal.